Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen in Jurassic World Evolution auf der zweiten Insel. So, ich habe jetzt hier schon mal einen Beobachtungsposten hingebaut, denn wir wollen ja für die anderen Pflanzenfresser nochmal ein Gehege machen. Aber es reicht ja, wenn man die von da nach da rüberfliegen, das geht auf jeden Fall. Verbaut, verbaut, verbaut. Können wir bauen, okay. Grenzen mal das Gebiet immer ein bisschen ein. Das könnt ihr jetzt gerne hier so ein ganzes Gebiet hier vorne. Okay, kümmern wir uns sofort drum. Nicht, dass die netten Dinos uns hier verhungern. So. Um den Schutzraum rum. Sind ja Pflanzenfresser, da kann man das ja machen. So, tada. Dann gucken wir mal, wer hat denn Hunger. Ei, die Velociraptoren. Eieieiei. Die sind ja, ihr wisst ja, wenn die nicht zufrieden sind, dann brechen die gleich wieder aus und ach, schnell mal füttern. Und dann müssen wir aufpassen, dass Willi nicht gleich ausbricht. Zweimal hat es ja schon geschafft. So, wo ist er denn? Da sind sie. Da ist schon mal Nikita. Sozialen Bestand ist okay. Oh, Mission. Mein Rat? Nehmen Sie den Auftrag an. Benutzen Sie ein ACU-Transportteam, um mindestens 2 Dilophosaurus-Exemplare zu verkaufen. Oh. Kommt drauf an, wie teuer die sind. Das Herbert. Nikita hat Hunger. Okay. Wir brauchen unbedingt noch einen Velociraptor, damit wir vielleicht. Oder? Gucken wir mal Nikita an. Also Bestand könnte noch ruhig ein. Mehr sein, dann steigt vielleicht auch der Balken von Sozial. Und ich glaube, mehr darf hier auch gar nicht rein in das Gehege. Na, hier noch was ausgebrütet. Was kostet so ein Dilopho? Ja, ich krieg eine Mission. Das ist ja ganz toll, wenn ich die verkaufe. Ich weiß nicht, wie viel ich die verkaufe, aber müssen wir mal testen. Ich wollte sowieso mal testen, was passiert, wenn ein Dilophosaurus in so einem Velociraptor-Käfig rauskommt. Die sich verstehen. Ah ja, Klaus geht's. Klaus haben wir auch. Klaus ist ja alleine, der braucht auch nochmal einen Kumpel. Sturm nähert sich. Dann alle Besucher bitte Schutzraum öffnen. Apropos Schutzraum, haben wir auch einen. So, das sollte erstmal abgedeckt sein. So, damit wir die Pflanzenfresser sehen, brauchen wir da noch mal ein bisschen. Damit. Ah, die stürmen dann auch rein, die Leute. Ja, eher weniger. So, also von mir aus kann alles kaputt gehen, bis auf das Gehege von den Velociraptoren. Der Rest kann von mir aus immer kaputt gehen, aber nicht die Velociraptoren. Die zu kriegen, war ja letztes Mal echt schon Horror. Boah, da laufen immer noch Leute rum. Vielleicht sollten wir hier in der Ecke auch nochmal einen Schutzraum bauen. So,
So, nebenbei Fossilien haben wir ja wieder gekriegt. Das konnten weg. Jetzt haben wir hier Rhodium weg. Das, ja, extrahieren. Und auf jeden Fall extrahieren. Haben wir das auch geklärt? Dann können sie auch, können wir auch gleich eine Expedition starten. Ich höre ein Klopfen, das hört sich nicht gut an. Oh, die Velociraptoren fühlen sich nicht geborgen. Das sind echte Mimosen, ne? Ah, es steigt wieder. Die mögen den Sturm nicht. Ranger. Hier, schnell die Zäune reparieren. Reparaturanfrage bestätigt. Ranger Team 2. Kümmere mich um Reparatur. Okay. Dann können wir die Schutzräume wieder schließen. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle. Sind auch alle Dinos noch da drin, wo sie drin sind? Ja, scheiße, warum haben wir jetzt keinen Strom? Okay, ist wieder da. Oh. Ihr Ruf macht sie glaubwürdig. Für alle in der Unterhaltungsabteilung. Ja, vielen Dank. Ich inklusive. So. Hammonds Entwicklung lange. Dilophosaurus, Velociraptor. Ja gut, ein Velociraptor brauchen wir eh nochmal. Kostet ja halt ein Geld. Da nochmal ein Velociraptor. Ankylosaurus. Was ist denn nochmal ein Ankylosaurus? Hab ich gar nicht. Achso, der ist noch gar nicht bereit. Ist bei 48%. Viel zu gering. Brüten wir noch nicht aus. Dann dauert die Mission ein bisschen länger. So, was haben wir jetzt hier so im Merchandise und Verkauf? Wir haben ein Restaurant und das war's. Ein Restaurant und dann möchte ich gerne hier so einen Spielwarenladen. Ja, oder brech mal ab. Vielleicht hier auch nochmal irgendwo so ein Imbiss. Das geht hier in die Ecke, perfekt. Die Straße. Das sieht aus wie gewollt da mit dem Wegen, Mensch. Ist es aber nicht. Wie sieht's mit Strom aus? Oh. Oh, kein Futter. Ranger Team 2. Wir brauchen Futter. Fahre zur Futterstation. Ach, kannst du auch gleich erhalten. Auffüllen. So, der nächste Velociraptor ist schon bei 40%. Oh, was haben wir denn hier? Angiosperme? Irgendeine Pflanze, die in Stein einge... Naja, 40.000. Ach, weg. Draco. Draco. Was war das jetzt mit keinem Zugang? Ui, da ist ja noch kein Tor drin. Jo, da habe ich gepennt. Gibt es ein Tor? Hier, mach mal rein da. Oh oh, toter Saurier. Wer ist denn verstorben? Lisa. Okay.
Transportteam, wo wart ihr? Da wart ihr. Einmal Lisa auskarren. Und die gerade wieder nicht. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Gut, dann brauchen wir einen neuen Dracorex. Velociraptor ist immer noch nicht fertig, aber ist noch nicht abgebrochen. Das ist schon mal gut. Achso, Strom war ja eigentlich mal gucken. Transport hat begonnen. Ungenutzter Strom 0. Ungenutzter Strom 5. Wir brauchen bald wieder ein Kernkraftwerk. So, Velociraptor freilassen. Fast beim Maximumbestand ist auch okay. Weil ich glaube, wenn er sozial zu weit ist, dann hacken sie sich wahrscheinlich selber auf den Kopf oder so. So, wir haben zwei Kerle und zwei Frauen. Das müsste jetzt die zweite Frau werden. Oder zweite weiblicher Velociraptor. Jetzt ist es wieder aus dem. Wo ist er denn hin? VLC 004. Klingt nach einer Version von meinem Lieblingsplayer. Tjo. Wie können wir dich denn nennen? Regino, keine Ahnung. Zack, fertig. Herzlich willkommen. So, der Fake-Fleischfresser müsste auch fertig sein. Das gucken wir uns nicht an. Ist er denn der Kleine? Oder die Kleine? Ich will ja umbenennen. Und am besten bevor die gleich in den Wald rennt. So, Lisa 2. Mit Sturmschutz aus, ist hinten noch drin, noch drin, noch drin, okay. Dann brauchen wir hier noch einen Weg drumherum. Wohl, eigentlich können wir nochmal so ein. Wie teuer ist dieser Beobachtungsturm? 150.000 Dollar Strom 3. Nee, so könnte es noch passen. Machen wir. Da müssen wir eh mal überlegen, ich wollte ja hier. Aber erstmal bauen wir nochmal die Straße ein bisschen weiter. Das war, glaube ich, die breite Straße hier. Bauen wir ein Stück weiter. So. Ich wollte doch mal ein Hotel bauen. Passt denn das überhaupt hin? Das würde hier hinpassen, okay. Würde ich jetzt noch nicht bauen, weil wir da noch einen Stromgenerator-Dingsbums brauchen, aber
Das wird schon mal gehen. Kein Strom. Kriegst du gleich. Dann will ich Zeraptorgehege lang. Und hier, auch wenn ich es nicht haben oder bauen kann, führe ich einfach mal eine Straße zum Strand. Damit die Gäste auch mal ja, sich mal sonnen können, ne? Kein Strom, immer noch nicht. Ja. Bauen wir den Generator gleich oder später? Ach komm, bauen wir gleich. Man kann nie genug Strom haben. Hm, wenn hier das Hotel hinkommt, dann können wir hier ruhig ein bisschen getarnt. Haben wir ein bisschen Platz hier. So. Da. So, weil hier ist es genauso, wie ich es gerne hätte. Und diese ganzen Kraftwerke oder so hätte ich am liebsten so Bäume, damit die Gäste das nicht so sehen und sich davon auch nicht so gestört fühlen. Haben wir nicht mal langsam. Achso, hier fehlt noch, ja. Mach ich, kommt sofort. Der Beobachtungsturm hat ja keinen Strom. Können wir das hier noch irgendwie mit hinpacken? Leider. Doch, 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 doch. Da. Verbaut, 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 verbaut. Verbaut. So, Fossilien. Ist schon was wieder angekommen? Ich habe es noch nicht drauf geachtet. Nein, ist noch gar nichts angekommen. Hat man hier noch welche losgeschickt? Anscheinend nicht. Wir brauchen Ankylosaurus. Jetzt baue ich ja ein Gehege komplett dafür alleine. Und jetzt könnte man doch eigentlich schon... hier so schön drehen. Drehen, 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 drehen. Genau, zack. Dann nochmal Strom. Ich weiß nicht, ob ich hier noch eine Straße dahinter lang führen lasse oder so. Ah ja, und einen Schutzraum brauchen wir hier hinten auch nochmal. Ich glaube, der war nicht mit abgedeckt, hier hinten der Bereich. Ich würde sagen, Schutzraum immer so schön. Baumhotel. Das hier noch so bauen. Oh, geht ja eh nicht weiter. Kann man da einen Schutzraum bauen. Geht hier nicht. Kann nicht. So. Wird langsam, ja? Jetzt haben wir unseren Park ein bisschen ausgebaut. Wir könnten noch einen zweiten Kerano
Keratosaurus gebrauchen? Kostet auch schon wieder 600.000. Oh, dann gehen wir erstmal zu den Fossilien. So, was haben wir hier? Osmium. 100.000, okay. Ankylosaurus. Und hier haben wir Korytosaurus. Wir müssen mehr vom Ankylosaurus haben, damit ich da die Mission fertig kriege. Haben wir echt nur einen Ort für den? Ne, hier haben wir nochmal. Und raus damit. Ja, aber wie gesagt, 50%. Manchmal sterben die ja schon bei 60 und 70. Ich habe Sorgen gemacht, aber sie haben das Genom besorgt. Gute Arbeit. Yeah, Rufbelohnung. So, hier hat man einen Essensladen. Können wir noch mal... Souvenir würde ich immer so am Ende packen. Falls die Gäste unseren Park verlassen, dass die nochmal schnell nochmal reinlaufen und irgendwas kaufen. Aber die kriege ich hier nicht hin. Wir kriegen ihn auch nicht dazu. Das Problem ist hier diese unterschiedliche Höhe. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch höher gezimmert kriegen. Knapp. So, testen. Einkaufen 2 Sterne. 3 Sterne. Joa, passt. Bauen wir genau dahin. Der war jetzt auch direkt an der Straße, ne? Der braucht keinen Weg. Okay. Und ich glaube, dahinter kriegen wir leider keins. Wollen wir nochmal testen, aber trotzdem. Könnte man hier nochmal... Na gut, setzen wir 1-2 Büsche. Hier nochmal 1-2 Büsche. Hier können wir mal 1-2 Bäumchen setzen. Fantastisch. So. Neue Ware. Platin. Ah, ich liebe Platin. 360.000 Dollar. Schön. Aber leider kein Ankylo. Triceratops. Gut, das waren, glaube ich, wir haben, glaube ich, nur für Ankylosaurus nur 2 Standorte. Schicken wir sie nochmal einmal hin. Richtig viel los hier auf der breiten Straße. Ja, alle kommen hier aus dem Hotel. So, hier immer ein Souvenirladen. Wie viel Strom haben wir noch? 45 ungenutzt. Und hier können wir mal Leistung verbessern. Apropos, was ich jetzt gar nicht bedacht habe die ganze Zeit, wir können mal wieder weiter erforschen, ne? Habe ich ja komplett außer Acht gelassen. Ja, hier erstmal weniger. Ich würde doch hier erstmal für... Was haben wir noch bei Gebäude? Transportbahn. Wollen wir die bauen? Weiß ich nicht, auf dieser Insel, das ist mir alles zu eng.
Erforschen würde ich es auch erstmal später. Gebäudeverbesserung. Oh, was haben wir jetzt? Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Okay. Ausfallschutz. Verbesserte Leistung. Das klingt gut. Das können wir gebrauchen. Verbesserte Leistung. So, dann mal gucken. Hm? Habe ich keinen Keratosaurus in Auftrag gegeben? Oh, das ist ein falsches Gehege. Nö. Hab ich vergessen. Scheiße. Oder ist der Auftrag irgendwie abgebrochen und ich war gerade nicht in diesem Menüfenster? Weil als wir mit dem fossilen Bereich oder Forschung was gemacht haben, kam ja ein Geräusch hoch. So eine Nachricht quasi. Aber ich habe eigentlich gedacht, wenn man die nicht liest, weil man im Untermenü ist, dass die halt, ja, solange nicht angezeigt wird, bis man halt wieder in diesem Menü ist. Hm. So ein Beobachtungstürmchen könnte man hier auch noch einbauen. So, was haben wir hier für Essen überhaupt? Ach, diese scheiß Dino-Häppchen, echt. Wir wollen eine Speise haben. Eine Speise kostet dann leider ein bisschen mehr. Können wir hier was einstellen? Lass ich mal so. Wir machen ja Gewinn, alles tutti. Mann, sie wissen, wie man eine Show abzieht. Hit verdächtig. Okay. Joa, der fehlt uns auch noch. Die Luft wollte ich eigentlich noch verbessern. %47. So, wie geht's hier meinen? Wie Futter hast du noch drin? Ein Reserve. Eieieiei. Dann mal schnell die Ranger rausschicken. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Bestätige Aufgabe. Vielleicht sollten wir bei den Velociraptoren doch nochmal irgendwie eine Ziege einbauen oder so. Verbaut. Wir haben jetzt die Sichtweite nochmal. Ich würde eigentlich eher so. Wir waren nochmal. Ich glaube, das war einfach nur so. Genau, 45 Grad. Das heißt, es würde ja Sinn machen, wenn wir die Ziegenstelle vielleicht da so machen. Freilassen. So, nicht lang fackeln. ACU.
Aufgabe hinzufügen. Betäuben. Aufgabe hinzu. Oh, ich bin gespannt. Achso, wir sind erstmal bei der neuen Futterstation. Oh, oh. Auftrag als erledigt markiert. Großartige Arbeit. So, wenn der jetzt betäubt wird, dann haben wir schon mal, holen wir uns mal gleich hier Transporter. Mal bereit machen. Weiß nicht, kommunizieren die? Oh, ist K.O. Ah, ich weiß nicht, den Raptor. Eigentlich müsste der Dinosaurier jetzt voll ertrinken. Achso, Ziel auswählen, scheiße. Hier hin. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Aber schon mal schön zu sehen, dass die, dass der Keratosaurus und halt die Raptoren sich nicht gleich halt an die Kehle springen. Oh, wie können wir dich nennen? Hm, überlegen wir mal. Produkttransport wird durchgeführt. Fällt gerade irgendwie kein Name ein, scheiße. Wie gesagt, wenn ihr Namen habt, immer in die Kommentare schreiben. Ich bin echt unkreativ. Produkt transportiert. Ja. Mann, aber nicht Laura. Klaus und Laura. Was haben wir bekommen? Platin, wunderbar. Ja, extrahieren, extrahieren. Und da müssen wir leider wieder was für einen Ankylosaurus suchen. Ich werde dann mal gleich testweise einen Dilophosaurus verkaufen. Forschung. Ne, es kostet 2 Millionen, das wollen wir nicht. So ein bisschen zu teuer. Ja, die Erfolgsrate könnte man steigern, das ist auch nicht so uninteressant. Aber reduzierter Unterhalt interessiert mich eigentlich nicht. Ausfallschutz. Denn ich glaube, das habe ich noch nicht so häufig gebaut hier. Verbesserte Leistung, dann nochmal aufkaufen. Das geht. So. Machen wir hier dasselbe. Verbesserte Leistung 2. Ausfallschutz. Zack. Und hier ebenfalls. So, aber wenn wir am Anfang diese Probleme hatten mit den Stürmen,
Zurzeit geht's ja. Oh, warte mal. Das brauchen wir hier unbedingt auch nochmal. Frage ist, wollen wir hier links nochmal weiterbauen? Hier könnte man auch noch quasi ein Gehege bauen. Dann würde ich doch eher hier rechts von lang gehen. Das heißt, vielleicht doch mal. Alles nicht geschützt. Terrainbeschränkung. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben, also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. Ja, werden wir machen. Hören Sie, ich weiß, dass die Sicherheitsabteilung nach Möglichkeiten sucht, die Dinosaurier zu kontrollieren. Und vielleicht ist das neue Genom dabei hilfreich. Aber diese Tiere brauchen Verständnis, nicht Kontrolle. Vertrauen und Respekt beruhen auf Gegenseitigkeit. So, wir kümmern uns erstmal um die Krankheit. Nicht, dass es ja wieder was ausbricht. Aber, ach komm, fahren wir mal selber. Haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. So, Lisa 2 ist schon krank. Sichtkontakt mit Produkt. Getroffen. Yes. Behandlung verabreicht. Super. Lisa erfolgreich geheilt. So, kann ich jetzt da den Sturmschutzgedöns bauen? Immer noch nicht. Ich glaube, das eine ist zu hoch, das andere ist zu niedrig. Oh, jetzt wird es hier aber auch echt scheiße. Ah. Ich glaube, es wird irgendwie nicht besser. Ich baue hier rum und hin und her. Scheiß Hügel. Ich hätte gerne das Hotel mit dabei hier. Dann senken wir wieder ab. Zu viel. Also könnte was draus werden. Jetzt aber, komm. Die noch immer nicht. Da aber endlich. Ja, machen wir das schon mal hier. Schön vom Hotel. Da kommt Urlaubsstimmung. Oh, wer ist nicht mehr gestorben? Fake Rex. Hole Produkt ab. Also die Dracorex-Viecher, die leben echt nicht lang, ne? Aber waren es eine... Doch, ich glaube, es war einer mit der ersten, die ich ja gebaut habe.
weil die halt günstiger. Ich habe ja mit den Pflanzenfressern habe ich angefangen. So, Silber kaufen. Also ich hätte für den Ankylosaurus doch mal ein bisschen bessere Fossilien. Wir kommen mit dem Saurier nicht voran. So, Schutz haben wir da jetzt auch. Beginne Produkttransport. Hier könnte man oder hier nochmal einen Souvenirladen packen. Ja, ich glaube, ich mache nochmal ein paar Runden weiter. Und wenn es dann wieder interessant wird, mache ich dann wieder ein Video. Und ja, wir haben unseren Park ganz schön ausgebaut, finde ich. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.